Wenn eine Welle, eine ebene Welle, auf ein Loch oder einen Spalt trifft, dann wird sie hinter diesem Loch oder diesem Spalt oft in neue Richtungen abgelenkt oder gebeugt, wie man sagt. Die Stärke dieser Ablenkung hängt dabei davon ab, wie groß die Lochgröße ist verglichen mit der Wellenlänge. Das wird in diesem Experiment gezeigt. Sie sehen die von rechts auftreffenden Wellen. Sie sehen jetzt bei großer Wellenlänge, wie diese Beugung sehr stark ist. Es gibt fast eine Kreiswelle. Und jetzt wird die Frequenz der Anregung immer mehr erhöht. Und man sieht, dass jetzt im Lauf der Erhöhung der Frequenz diese Beugung immer schwächer wird und am Schluss fast nur noch eine Art Strahl, Wellenstrahl durch diese Öffnung durchkommt. Es lohnt sich aber zwischendurch auch ein Standbild anzuschauen. Man sieht dann, wenn die Wellenlänge etwas kleiner ist als die Öffnung, dass dann so Interferenzmuster entstehen, ähnlich wie beim Doppelspalt.